Dann sind wir jetzt hier eigentlich offiziell ready. Dann streamen wir ab jetzt eigentlich schon das Moment, Ganze. Moment, weil ich glaube, ich bin noch nicht bei Instagram am Start. Noch nicht? Nee, Mit nee. Johannes Lords Live gehen. Also wir sind hier schon mal am Start auf Ah ja, YouTube. jetzt habe ich die Einladung bekommen. Hallo erstmal für alle. Wir sind hier noch ein bisschen am Upsetten Ui, wieso höre ich von mich jetzt allem. doppelt? Weil ich hier noch bei Instagram den Ton leiser machen muss. Jetzt müsstest du dich nicht mehr doppelt Uiuiuiui. hören. Rede mal So. was. So, perfekt. Nein. Also, Nee, nee, wir nee, sind leider nicht. jetzt hier wirklich live auf YouTube und Instagram gleichzeitig. Und das ist Premiere, das wird super cool. Es wird spannend insgesamt zu sehen, wie das jetzt nachher laufen wird. Also, es ist Premiere für uns, also für alle die Leute, die jetzt hier auf Instagram schauen. Ihr könnt auch gerne mal auf YouTube vorbeischauen und so ein bisschen vergleichen, was ihr besser findet. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier uns vor, also hauptsächlich auch auf YouTube gerade konzentrieren, weil wir hier natürlich auch verschiedene Sachen einblenden können. Wir haben jetzt schon auf YouTube 27 Leute, die zuschauen. Mega Der coole Hammer. Sache. Einige Leute haben schon in den Chat geschrieben. Der Christian, Nils, Ben, Spiro, Andreas Lutz, Fabian Schmitz. Hallo zusammen. Ja, der Titel heute, lasst uns über Dividenden sprechen, über Dividendenaktien sprechen. Wir haben uns heute natürlich was super, super Cooles ausgedacht. Und zwar, weil es halt die erste Episode hier auf YouTube parallel halt auch noch ist, werden wir, oder ich habe deine Portfolio-Performance-Datei. Das heißt, wir können uns da gemeinsam das auch anschauen, hier dann auf dem Stream selber. Ich habe auch schon mal den Aktienfinder offen, allenfalls, falls wir da irgendwelche Aktien nochmal raussuchen wollen, uns Kennzahlen anschauen wollen. Und natürlich habe ich auch den Browser allenfalls offen, falls wir den brauchen wollen würden. Uns würde erstmal interessieren, wie ist die Qualität von mir? Dann kannst du noch jetzt auch noch ein bisschen reden, dass die Leute auch deine Qualität so ein bisschen hören. Ja, hallo erstmal alle zusammen. Ich bin total excited über diesen ersten Livestream, der jetzt auch bei YouTube läuft. Ich habe, während du gesprochen hast, festgestellt, du bist hier auf dem Telefon, weil wir sind gleichzeitig bei YouTube, Instagram. Du bist auf dem Telefon noch zu hören und ich habe jetzt eine Idee, wie ich dich da stumm schalte, weil wenn ich dich leiser mache, geht Ja, das da das nicht geht, ganz das weg. habe ich auch gerade gemerkt, dass das nicht geht. Ich stöpsel Oh. da Kopfhörer rein und dann dürftest du im Raum nicht mehr zu hören sein. Das heißt, ich gehe ganz kurz Kopfhörer holen, dann bin ich in 2 Sekunden wieder da. Also ihr seht's, mega coole Sache. Freut mich, dass das jetzt hier gerade klappt. Während dem der Johannes gerade weg ist oder hier kurz noch sein Zeug ready macht, zeige ich euch noch die andere Ansicht, ja. Audio-Video-Einstellungen geändert. Was ist denn jetzt hier los bei Skype? Hörst du mich noch, Johannes? Du hast irgendwas gemacht, mein lieber Johannes. Wir hören dich nicht mehr. Ui, was ist denn jetzt bitte passiert? Man hört den Johannes nicht mehr. Johannes, du hast irgendwas gemacht. Nein. Was ist passiert? Du hast irgendwas gemacht, mein Lieber. Ich hänge mal kurz auf und ich rufe dich nochmal an. Ach. Wir müssen das hier kurz ganz nochmal starten. Das sind so die ersten technischen Probleme. Da werden wir halt auch reinkommen. Wir werden auch gleich loslegen. Keine Sorge. So. Richtig bei YouTube. So. Jetzt Hallo. sollte das klappen. So, jetzt klappt Hallo, das hörst Ganze du mich? wieder. Ja. Okay, sehr So, gut. irgendwas ist gerade vorhin passiert. Auf jeden Fall geht das jetzt sehr gut. Den Johannes hören wir jetzt, oder? Schreibt noch kurz im Live-Chat, Ja, ob check, wir check. Ich rede, ich den rede. Johannes hören und dann legen wir direkt los. Kein Ich rede Johannes. irgendwas. Ich rede. Hallo, hallo zusammen. So. Hallo, hört ihr Ja, mich? perfekt. Hört ihr mich? Also wir haben Ja. jetzt 44 Leute auf YouTube, 13 auf Instagram. Ich glaube, wir können loslegen. Die Leute schreiben schon Welcome back. Das heißt, Jawohl. man hört dich wieder. Und Ja. ja, ich würde sagen, wir zeigen doch schon mal direkt so ein bisschen die Features, die wir jetzt neu im Dividendendienstag auch nutzen können. Ja, Absolut, in absolut. dieser Ansicht hier. Das ist nämlich schon der Aktienfinder.
Ja. Freut mich jetzt natürlich, dass ich hier den Aktienfinder auch verwenden kann und euch das zeigen kann. Und da kann man dann zum Beispiel halt, ja, was soll ich jetzt hier für eine Aktie suchen? Was hast du eine Idee? Oder der Chat, was sagt denn der Disney. Live-Chat? Was für eine Aktie sollen wir hier suchen? Wir wollen halt auch in diese Episode nutzen, um halt einfach diese Features auch so ein bisschen zu zeigen und einfach insgesamt auch Dividenden. Aktien auch vorzustellen, einfach. Also heute wird so eine gemischte, lockere Runde und dann das nächste Mal ist es dann wirklich auch wieder ein fixes Thema, was wir uns da auch vornehmen. Wir haben noch gar keine Aktie im Chat. Cola. Der Tommy Obmax sagt Cola. Suche ich doch direkt mal. Ich mache eine Jawohl. globale eine Symbolsuche. K.O. Geht natürlich auch beim Aktienfinder. Da haben wir hier. Die Coca-Cola, ah, da haben wir schon richtig viel. Danaher, Shell, Altria, Jawohl. LTC Properties, Shell. Übrigens, auf Instagram habe ich ja ein Gewinnspiel, wo man entweder 4 BP-Aktien oder eine Shell-Aktie gewinnen kann. Ja, so, wenn ihr da mitmachen wollt, könnt ihr da mitmachen. So, also können wir uns hier genau Guck alles mal, anschauen. zwischendurch gibst du mir auch noch den Live-Screen hier über Skype. Oh, den muss ich nochmal neu starten, oder? Stimmt, das ist jetzt rausgefallen. Jetzt gucke ich gerade. Bildschirm teilen. Aber wenn es jetzt zu kompliziert ist, machen wir es Anwendungsfenster auch ohne. Ich teilen. bin hier So. live im Chat auch mit dabei und lese den Genau. Chat. So, jetzt siehst du es. Jetzt müsst ihr alles wieder sehen, oder? Weil Momento. der Johannes, der muss ja auch sehen, was ich sehe. Und das funktioniert im Weil es ist Hintergrund alles so über ein bisschen Skype. zeitversetzt sonst. Sonst redet Ja. der Thomas über irgendwas, was gar nicht mehr zu sehen ist. So, ja, ich sehe den Screen. Alles gut. Perfekt. Also, wir haben jetzt hier die Coca-Cola-Aktie. Und ich meine. Kannst du es lesen? Das wäre jetzt auch nochmal interessant. Siehst du das, was jetzt hier im Aktienfinder Mehr steht? oder weniger, mehr Mehr oder oder weniger. weniger. Wir Okay. starten einfach durch. Ja, mein Dividende ist ja klar. Viermal im Jahr, Klassiker. Oder es ist jetzt gerade der Stresstest. Kannst du es lesen? Wie nah musst du an den Screen gehen, um die Dividende zu lesen? Ist sie lesbar? Ja, 1,45 müsste das sein. Ja, exakt. Okay, Bin ein bisschen perfekt. raten. Wie Dividendenrendite 2,79 ja. und Ausschüttungsquote auf den Gewinn 89. Da wird es Mhm, dann schon ein genau. bisschen, Ja. aber ja, wenn ich es nicht Perfekt. richtig lese, dann hilft es Ja. mir einfach. Ja. Aber ja, ich erkenne ein bisschen was. Und natürlich, wo gehört Coca-Cola auch dazu? Zu den Dividendenkönigen, oder? 58 Jahre. Absolut. Definitiv. Also, das ist auf jeden Fall mal ein neues Feature. Das werden wir ab sofort öfters benutzen. Wir werden da auch so ein bisschen dann auch reinkommen. Das ist dann auch so was wie eine neue Routine, die wir halt da auch brauchen. Weil das doch, ja, nochmal bisschen aufwendiger ist, ja, anstatt dass wir nur drüber reden, weil ich muss dann das auch noch ein bisschen koordinieren. Oder wenn du dann zum Beispiel auch, wenn wir dann gegenseitig uns wieder Aktien vorstellen, dann redest du ja dann zum Beispiel über die Aktie und ich würde dann Dinge raussuchen. Wollen wir das andere noch zeigen, Portfolio-Performance, dann kannst du ja so ein bisschen über Portfolio-Performance reden, also über dein Portfolio und ich muss dann so ein bisschen so ja, dein Assistent sein und im Prinzip die richtigen Portfolio-Performance-Tabs öffnen, so ein bisschen halt zeigen, oder? Das heißt, Ja, ich kann jetzt genau, so hier dann können wir den das gerne Browser machen. ausblenden, dann ist es weiß und kann euch dann zum Beispiel Portfolio-Performance anzeigen lassen, hier. Und das hier ist das Portfolio von Johannes. Dann übergebe ich jetzt dir mal das Wort. Also, wie sieht mein Portfolio aus? Ich meine, wir können uns ja erstmal anschauen. Portfolio Performance ist ein super Tool, einfach auch für Dividendeninvestoren, um einfach die ganzen Finanzen auf einem Blick sehen zu können. Es ist alles super sortiert. Wenn man dann Dividendeneingänge hat, dann sieht man das auch. Ist das wirklich mein? Das sieht bei dir so anders aus. Das ist Aber ja, es mein. Ich ist. habe Mac, darum vielleicht. Ah, okay. Ja, es sieht wirklich tatsächlich ein bisschen anders aus. Ich gucke das auch bei mir, weil da kann ich es tatsächlich besser lesen und habe dich dann oben auch noch mit im Screen. Wir können ja mal bei alle Wertpapiere gucken, was ich überhaupt so im Portfolio drin liegen habe. Und zwar habe ich da Altria, AT&T, Bitcoin, Coca-Cola, weil wir jetzt ja auch gerade Coca-Cola angeschaut haben. Disclaimer, wir sind beide in Coca-Cola Ja, investiert. kann man Wir dann finden beide hier, Coca-Cola ganz cool. schau mal, das ist cool. Ich habe jetzt meins auch eingebunden. Das kann man dann hier einfach den Tab wechseln. Und dann kann ich hier zum Beispiel als Referenz dann auch ja, mein Portfolio zeigen und direkt wieder zu deinem rüber switchen. Ja, genau.
das ist schon richtig genial. Ich denke, es ist Dividendendienstag Next Level Ja, hier. glaube ich auch. Was wollen wir uns denn bei mir einfach mal anschauen? Wir können vielleicht, was relativ interessant ist, das Diagramm einmal aufrufen unter der Vermögensaufstellung. Also Vermögensaufstellung, Diagramm, genau dieses hier. Ganz genau dieses hier. Und zwar, worauf ich ja in der letzten Zeit Wert gelegt habe, ist, dass ich mehr einzelne Aktien im Depot habe. Das ist mein aktuelles Projekt so ein bisschen. Die einzelnen Aktien, das ist diese grüne Linie, die zum Ende hin ziemlich nach oben geht. Diese hellgrüne Linie. Also das sind die Aktien, Und das sieht man hier unten auch von der Dings Legende, oder? richtig, richtig, genau. Da kann man das auch sehr gut sehen. Ich denke, in der YouTube-Version auf 720. 720p dann auch noch viel besser, wie da die Entwicklung ist. Und es ist im Prinzip genau das, was ich auch wollte. Ich spezialisiere mich mehr auf einzelne Aktien, weil es mich einfach, weil es mir sehr viel Spaß macht, mich damit auseinanderzusetzen. Ja. Aktien zu analysieren, Unternehmen zu analysieren. Ein Vorteil der Dividendenaktien finde ich tatsächlich, dass man sich mehr mit den Unternehmen beschäftigt. Wenn ich jetzt nur, oder man sieht hier vielleicht auch genau in dieser Ansicht die ETFs, das ist der dunkelgrüne Strich, der sehr langsam und gerade nach oben geht. Das sind die ETFs. Und wenn ich jetzt nur in ETFs investiert hätte, dann würde ich mich wahrscheinlich weniger mit diesen einzelnen Werten natürlich beschäftigen, aber auch weniger mit der Börse insgesamt. Also das ist etwas, was ich herausgefunden habe. Wenn man über die Börse etwas lernen möchte, dann hilft es auf jeden Fall, wenn man ja sich auch mal einzelne Unternehmen raussucht und die analysiert und guckt, was geht da bei dem Unternehmen ab, wie sind da die Zahlen, wie beeinflussen sich die Kennzahlen oder die News gegenseitig. Und ja, es macht einfach deutlich mehr Spaß. Auch wenn ich ehrlich sein muss mit der Dividendentaktik, nehme ich nicht alle Rendite mit, die mir der Markt geben würde, wenn ich nur in einen Welt-ETF investieren würde. Das heißt, ich gebe dem Staat natürlich auch ein bisschen mehr Steuereinnahmen, dadurch, dass die Dividenden natürlich versteuert werden. Ich erkaufe mir damit aber sozusagen mehr Spaß an der Börse, beziehungsweise auch, ja, ich lerne ja auch noch. Ich lerne auch immer noch dazu. Ja. Wir haben gerade Leute, die schreiben, wir haben ein Echo auf Instagram, weil ich verstehe nicht ganz, wieso wir ein Echo haben. Also was für ein Echo Instagram haben ist wir denn stumm da? bei mir. Ja, also ich mach mal kurz laut. Also was habe ich denn da für ein Echo? Ich höre, also kannst du mal noch reden nochmal, weil dann höre ich dich ja auf Instagram. Hallo, Check One, Check Two. Das ist der Dividendendienstag. Und es ist der erste Dividendendienstag auf Ja, also, YouTube. aber ich verstehe nicht ganz, wie so ein Echo, weil du hast ja Kopfhörer in deinem Handy drin und ich habe ja auch Ja. Kopfhörer drin. Ja, Also ja, ich ja. höre dich dann, also ein Echo kann, Thomas, ich klinge doppelt. Wie geht denn das? Wie kann ich mich doppelt anhören? Ah, nur Ich weiß ich es höre nicht so mich richtig. doppelt an auf wie geht das? Ich verstehe das nicht. Wie soll das gehen? Ja, ich kann dich ja mal ein bisschen leiser hier machen. Vielleicht kommst du aus diesem Kopfhörer hier raus in das Mikro, was da steht. Nee, das geht nicht. Also auf YouTube ist alles korrekt. Die Leute schreiben gerade, auf YouTube ist alles korrekt, aber auf Instagram hört man mich anscheinend doppelt. Ist aber so. Leicht versetzt mit Rückkopplung. Wie geht das? Es ist ein bisschen strange. Super strange. Und jetzt ist immer noch doppelt oder irgendwie doppelt Also, gemoppelt. ich höre ja nicht Instagram. Ich kann hier dich mit dem anderen Kopfhörer einmal auschecken am Handy, wie du da klingst. Es Wie ist höre ich total mich denn auf crazy, Leute. Instagram an? Es Das ist ist crazy. Multitasking, ja? Also es ist so ein bisschen Learning by Doing. Thomas Uck. Jetzt ist es besser, oder wie? Jetzt hat es geklappt. Also, ich verstehe dich schon bei Instagram. Okay. Es ist ein bisschen hallig vielleicht. Aber hört man mich doppelt oder hört man mich einmal? Oder hört es Ich sich. höre dich eigentlich einmal, aber es Okay. hört sich so an wie ein Raumecho. Genau, ja, aber Aber du das ist bist normal. einmal. Ja, okay, aber dann ist das ja Ja, normal. ja, Okay, dann ist das, vielleicht hatte ich ja. das Es jetzt gerade zu nah kann am sein, weil du PC. normalerweise sonst bei Instagram auch Kopfhörer drin hast und jetzt heute mal nicht, ne? Also, Ja, ich wechsle okay. wieder zurück.
Also schauen im Moment gerade 15 Leute auf Instagram zu und 70 Leute auf YouTube. Ja, auf YouTube schauen jetzt 70 Leute zu. wir haben jetzt noch ein paar Fragen noch zwischendurch. Also das ist jetzt hier mega cool erklärt und ich konnte jetzt hier halt die ganze Zeit halt auch so ein bisschen durchfahren und dann hat man halt so ein bisschen auch gesehen, was sind jetzt die Zahlen. Vielleicht jetzt noch interessant hier, sieht man jetzt halt die jetzigen Zahlen, aber ich kann jetzt hier auch den Live-Chat, wann immer ich will oder wann immer es nötig ist, auch einblenden. Dann sehen wir jetzt zum Beispiel hier, was haben wir hier für Kommentare? Was haltet ihr von Movi Asa? Vielleicht eine kurze Bewertung von euch. Ich kenne Movi Asa gar nicht. Was ist das? Ich kenne es auch nicht. Aber komm, jetzt Movi Asa. Wir wissen nicht, was Movi Asa ist, ja? Dann checken wir das. Aber wir haben Google. und jetzt wissen wir natürlich oder können herausfinden entsprechend, was Movi Asa ist. Ist das hier Movi? Ein norwegisches Nahrungsmittelunternehmen im Sitz, mit Sitz Oslo. Großer Zuchtlachskonzern. Also es geht hier um Fische. Okay. Ja, okay, interessant. Also ich bin jetzt nicht in dem Bereich, also da kenne ich mich echt zu wenig aus. Ich habe da auch im Moment nicht gerade so das Interesse, jetzt in diesem Marktsegment zu investieren. Aber es hört sich interessant an. Aber ich kann da nicht viel dazu sagen. Du hast ja das Unternehmen davor auch noch nicht gekannt, oder? Ich kannte das Unternehmen vorher auch nicht wirklich. Okay. Ich kann es nicht lesen. Du hast gesagt Norwegen, wa? Genau, norwegisches Unternehmen mit Sitz in Oslo. Das Unternehmen ist im OBX-Index gelistet, entstand 2006 aus der Fusion von Panfish Asa mit Marine Harvest, das kenne ich aber, und Fjord Seafood. Eben, also ich kann da nicht wirklich was dazu sagen. Ich kannte das Unternehmen tatsächlich davor noch gar nicht. Wir können ja theoretisch mal bei OnVista oder so nachschauen. Vielleicht ist es ja auch im Aktienfinder. Wer weiß das schon, Movi. Im Aktienfinder habe ich es gerade nicht gefunden. Ich habe schon ein bisschen gespickt. Oh, okay. Da war es nicht Movi Asa. So, rufen wir das mal hier auf. Vielleicht kann man ja da schon irgendwas rauslesen, was OnVista an Zahlen hat. Also der Aktienkurs ist gerade bei 24,72 und vor oder in 2014 ist das oder das älteste, was ich anschauen kann, war ja bei $11.69. Mhm. Ja, es müsste das sein, oder? Also ich glaube jetzt nicht, dass es nochmal ein anderes ist. Nee, das ist genau das. Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass es so viele Movi Asas gibt. Wie findet ihr das überhaupt, dass wir das so einblenden können und richtig so on the go das Zeug auch so, ja, wenn wir auch die Unternehmen nicht kennen? Das ist doch eigentlich eine ganz coole Sache. Da sieht man dann auch wieder einiges an Mehrwert und man kann sich doch, glaube ich, auch bildlich was drunter vorstellen, oder? Also das heißt, hier jetzt auch auf Instagram, wenn ihr euch das interessiert, schaut es gerne mal auch auf YouTube an, weil da kann man wirklich, da hat man dann bildlich auch was vor sich. Das ist, glaube ich, schon um einiges cooler. Ich glaube auch. Also die Zuschauerzahlen bei Instagram sind auch deutlich schlechter. Ja. Also 9 Leute gucken bei Instagram zu. Ja. Ich glaube, mehr Leute wollen sehen, auf YouTube was sonst noch so auf dem Screen drauf ist. Movi Asa hat eine ziemlich gute Dividendenrendite, so wie ich das sehe, mit 5,72% aktuell. Schauen wir mal Gewinn. Wir hatten 2016 1,20 Euro, 2017 97 Cent und 2018 1,15 Euro. Mhm. Ich glaube, es ist so ein Unternehmen, was so ein bisschen in den Gewinnen schwankt, wenn ich das richtig sehe. Wir kommen erst 2020 erwartet wieder über die 1,20, die wir 2016 schon mal hatten. Gibt es leider hier grafisch nicht so geil wie beim Aktienfinder. Bei OnVista ist das alles mit Zahlen, da muss man sich das so ein bisschen vorstellen, wie das dann tatsächlich aussieht. Umsatzwachstum ist aber in allen 3 Jahren vorhanden. 21% 2016, 4% 2017, knapp 5% oder 4,5% 2018. Ich meine, wo ziehst du dir die Daten gerade eigentlich? Ich ziehe mir die Daten gerade bei OnVista. Weil dann kann ich die ja auch OnVista. Dass ich die auch einblenden hier. Genau, aber das Schöne ist, dass es hierfür recht... Ach ja, leider ist ihr Adblocker aktiv. Achso, ich kann weiter auch mit Adblocker. So.
Perfekt. Aber dass die Daten hier recht vollständig sind zu Moviasa. Und wer diesbezüglich gerne investieren möchte, natürlich für den könnte das interessant sein, weil wir haben eigentlich sehr gute EBIT-Marge am Start und Eigenkapitalrendite von knapp 20%. Das ist an sich schon mal nicht so schlecht. Nur haben wir halt ein bisschen Fluktuation beim Gewinn. Das ist das, was ich hier auf die Schnelle direkt mal Ich hatte sehe. es auch hier eingeblendet. Eigenkapitalquote von 56%. Das ist wirklich nicht schlecht. Also Geld haben die. Hier kann man auch den Kurs nochmal kurz hier anschauen, glaube ich. Ich mache jetzt mal hier was. 2006 waren die ja irgendwie, glaube ich, gegründet. Was haben wir hier? Wie viele Kursdaten haben wir? Seit 2006 sieht man das hier ganz, ganz gut, wie der Kurs sich hier halt auch entwickelt hat. Aber wir haben jetzt Ja, noch da muss einige ich. Fragen im Chat. Wir dürfen nicht zu lang, weil das ist wirklich, der Ja, Chat ist natürlich. recht viel Wir jetzt gerade vernachlässigen los. die anderen Leute, das wollen wir nicht. Ja. Also die Leute auf Instagram, schaut unbedingt auf YouTube vorbei. Das ist schon so ein bisschen hier deutlich, deutlich besser die Qualität und wir können auch Dinge einblenden. Ja. Wir haben jetzt hier noch, wo ist jetzt die Frage hier? Genau, das ist noch für dich gewesen, Johannes. Das war bezüglich deines Portfolios eine Frage. Und zwar vom Ja, die Tommy Frage. Optimax. Er hat nämlich gefragt, wieso du die Henkel Stammaktie hast und nicht die wahrscheinlich Anstatt der Vorzug. Vorzugsaktie. Genau. Es war ganz einfach so, dass die Henkel Stammaktie günstiger war und trotz dessen, dass eine Stammaktie ja etwas weniger Dividende auszahlt, also bei Ja. Henkel sind es 2 Cent. Hatte ich aber eine höhere Dividendenrendite dadurch. Das heißt, das Investment lohnt sich sozusagen ein bisschen mehr, ja, weil die Entwicklung des Kurses bei Henkel ist normalerweise recht ähnlich jetzt bei der Vorzugs- und bei der Stammaktie, aber es ist auch schon einige Jahre so, dass die Vorzugsaktie immer ein bisschen teurer ist als die Stammaktie. Da weiß ich nicht direkt wieso, aber für einen Dividendeninvestor macht es auf jeden Fall Sinn, dann die Aktie zu nehmen mit der höheren Dividendenrendite und deswegen die Stammaktie. Und ich wollte mir auch nicht die Möglichkeit verbauen, eventuell mal zu einer Hauptversammlung zu gehen und den Finger zu heben Aber das oder den kannst du doch Arm zu auch mit einer heben und irgendwas Vorzugsaktie, abzustimmen. oder nicht? Einfach Bei nur der nicht bestimmen. Vorzugsaktie, genau, bei der Vorzugsaktie kann man auch mit zur Hauptversammlung gehen, aber du kannst nicht abstimmen. Du hast kein Stimmrecht. Ich weiß nicht, ob ich davon Gebrauch machen werde, aber es ist auf jeden Fall schönes zu Jetzt haben. gehen wir Man noch fühlt sich im. so ein bisschen mehr Ich weiß, was du als meinst, ja. ja. Ich gehe auch gerne zu. Warst du schon mal bei einer Generalversammlung? Nee, tatsächlich Dann noch wird es gar dieses Jahr nicht. Zeit. Also ich feiere Generalversammlung. Ich finde das Ja, echt cool, ja. gratis Essen und so, ne? Ja, nicht nur das, sondern halt auch die Leute, die dort sind, die Investoren und natürlich der Vorstand. Das ist schon so. Das ist schon nochmal was ganz anderes. So, wir haben jetzt noch einige Kommentare. Die schreiben hier, ja, die Qualität ist eigentlich auf YouTube tipptopp, so wie wir das sehen. Genau. Was haben wir denn hier? Hier schreibt früher Marine Harvest, Dividendeperle, wie man so sagt. Also sprich hier jetzt Miva oder Mivo oder meine Güte, jetzt habt ihr den Namen schon vergessen. Moviasa, genau. Was haben wir denn hier noch? Der Christian S. schreibt, Norwegen hat allerdings 25% Quellsteuer, die nicht direkt über die Depotbank mit der deutschen Steuer verrechnet werden. Man muss sich am Jahresende zurückholen. Das ist, glaube ich, auch bei Schweizer Aktien so, oder? Ja, also grundsätzlich, ich bin auch noch nicht in so vielen Ländern mit Einzelaktien investiert, genau aus diesem Grund, weil ich die steuerliche Situation bei vielen einfach noch nicht kenne. Norwegen ist so ein Ding, Frankreich ist so ein Ding, was ein bisschen schwieriger ist. Italien soll man auch ewig warten, bis man irgendwas zurückbekommt, weil man auch da muss man dann selbst hingehen und sozusagen wieder was zurückverlangen. Die Schweizer sollen funktionieren wie ein Schweizer Uhrwerk. Da soll man direkt auch vom Finanzamt auch wieder den Ausgleich zurückbekommen. Ja, deswegen war ich da noch so ein bisschen vorsichtig und bin eigentlich hauptsächlich in den USA investiert, weil da weiß man, was man ja erwarten kann. Genauso wie Kanada ist, glaube ich, auch mit den 15% und da gibt es ein paar Länder. Und auf die würde ich mich dann erstmal eher wahrscheinlich ja spezialisieren, um eben nicht zu viel Steuern Definitiv. ja rauszuhauen, ne? Nicht zu viel Geld für Steuern Jetzt rauszuhauen. bin ich hier wirklich echt zu doof zum Suchen.
Weil die nächste Frage ist nämlich vom Arnold Schwarzenegger. Er fragt nämlich bezüglich Tanger Factory Willkommen auf meinem Outlet. Kanal. Und ich bin ganz ehrlich, du hast ja das Unternehmen, soweit ich weiß, angeschaut erst kürzlich, oder? Ja. Also, wenn es euch interessiert, schaut gerne auf seinen Kanal vorbei. Das kann ich jetzt hier auch schön einblenden. Ich Ja. persönlich sehe halt hier mehr auch so einen Turnaround-Wert allenfalls, weil es ist noch ein bisschen un, weil die, oder ich sage jetzt mal, die Firmen, die jetzt halt Tanger Factory Outlet in ihrem Portfolio halt hat, oder die sind, das ist halt noch so ein bisschen im Umschwung, ja. Es geht ja hier um die Retail-Branche. Also, ich kann das nicht gut abschätzen. Für mich ist das halt, wenn ich mir halt auch den Kurs jetzt halt anschaue, die letzten 5 Jahre, gibt es halt eine Richtung. Und jetzt ist halt die Frage, ist der Boden erreicht oder ist der Boden noch nicht erreicht? Ja, also wir haben es hier jetzt nicht irgendwie mit so einer typischen Value-Aktie zu tun. Ja? Also da muss man sehr, sehr aufpassen. Und ich persönlich würde jetzt hier, weil ich mich auch in. Würde jetzt hier persönlich die Finger davon lassen, weil ich jetzt einfach sage, hey, ich kann mir dann immer noch ein anderes Unternehmen anschauen, was ich ja längerfristig, also man sieht es halt hier, die haben ihre Zeiten jetzt gerade erlebt. Es ist halt wirklich, man weiß jetzt nicht, was kommt, ja. Also es kann jetzt weiter nach unten gehen oder es wird ein Turnaround oder es bleibt jetzt einfach Seitwärtsbewegung für X Jahre. Ja, das ist ein bisschen schwer zu beurteilen. Ich habe jetzt das Unternehmen jetzt auch nicht selber genauer angeschaut. Aber auf jeden Fall, du hast ja ein Video dazu gemacht. Ich denke, da kann man ja, guten Gewissens drauf verleiten, wenn du auch noch dir eine Zweitmeinung einholen willst, nachdem du dir auch Gedanken drüber gemacht hast, Arnold. Ja, also kann man auf jeden Fall sich anschauen. Das Besondere eben bei Tenger ist, und deswegen ist es auch so viel diskutiert, weil es einfach eine sehr hohe Dividendenrendite auch gerade wieder hat. Zwischenzeitlich war sie mal wieder weniger, seitdem ich das Video gemacht hatte. Inzwischen ist sie aber wieder bei 9,32%. Ja, es gibt eben steigende Gewinne, steigenden Umsatz, aber man glaubt eben einfach nicht so richtig an die Retail-Branche gerade und sie ist ein bisschen unter Preisdruck. Ich sehe es so ähnlich. Ich will jetzt nicht die Branchen miteinander vergleichen. Also klar, im Prinzip vergleiche ich so ein bisschen. Es ist so ähnlich wie die Tabakbranche, finde ich. Man glaubt auch nicht mehr so wirklich, oder viele glauben nicht so wirklich daran, dass Tabak in der Zukunft noch was reißen wird, sondern dass immer weniger Leute rauchen und dass irgendwann, ja, die Firmen vielleicht, weiß ich nicht, pleite gehen könnten oder so. Und deswegen sehen wir natürlich auch diese seit Jahren fallenden Kurse bei den Tabakriesen. Aber hier sehe Ich ich halt weiß nicht, noch. ob es hier so ähnlich ist. Ich weiß es nicht, aber es könnte natürlich sein. Und viele haben gerade Angst vor Amazon. Hier sehe Einfach. ich halt noch so einen anderen Punkt. Klar, das ist ein ähnlicher Vergleich, aber du musst halt bedenken, dass in der Tabakbranche du keine neue Konkurrenz bekommst. Wenn du verstehst, was ich meine. Und ist, dass halt auch dort hohe Dividendenrenditen herrschen, aber die Gewinnmargen weiterhin steigen. Das ist die Frage, ob das hier jetzt auch so der Fall ist. Ich habe mir jetzt das Unternehmen ja nicht genauer angeschaut und das ist so ein bisschen der Punkt. Und jetzt zum Beispiel, ich bin ganz ehrlich, jetzt zum Beispiel, wenn ich mir so eine Imperial Brands anschaue, ich rechne schon auch damit, dass die Dividende einen signifikanten Anteil von meinem Investment halt auch wettmacht, ja, über einen Zeitraum von zum Beispiel 10 Jahren. Und wenn dann durch die Dividende schon alles wettgemacht ist oder das Initialinvestment schon innerhalb von 10 Jahren, das ist super schnell oder weniger, das ist eigentlich nicht normal, sage ich jetzt mal. Und Absolut, das ist dann so ja. ein bisschen auch nicht nur die Wette auf den Turnaround, sondern einfach auch, dass die Dividende halt mittelfristig das auf jeden Fall deckt, das Initialinvestment auch, ja. Also man muss jetzt halt so ein bisschen halt differenzieren. Das ist dann nicht so ein Investieren in typische Value-Aktien. Das hat dann so ein bisschen auch noch die Kombination mit man erhofft sich den Turnaround oder halt man nimmt das Chancen-Risiko-Verhältnis wahr, weil ich sag jetzt mal, in den nächsten 10 Jahren wird immer noch geraucht. Es wird nicht völlig nicht mehr geraucht in den nächsten 10 Jahren. In den nächsten Ja. 20, 30 Jahren, das könnte noch mal ganz anders aussehen. Aber das ist dann noch mal, ja, wenn halt eine Imperial Brands 5 Jahre lang 12% ausgezahlt hat, Dividende, dann bist du schon bei über 60%. Und dann hast du immer noch, also das ist so ein bisschen halt dieses Chancen-Risiko-Verhältnis, das man halt abschätzen muss und für sich selber entscheiden muss. Ja, so niemand nimmt dir die Entscheidung ab, ob du ein Investment machen solltest oder eben nicht. Wir haben übrigens 90 Leute, die zuschauen hier Hallo, auf hallo, liebe YouTube. 90 Leute. 92 und 92. unbedingt, meine Lieben, wir haben 10 Daumen nach oben bei über 90 Leuten. Das ist doch gar nicht möglich, oder?
Also ich würde sagen, wir gehen hier in die Großansicht. Müssen wir ein paar mehr Leute den Daumen nach oben geben? Am besten 4 Daumen nach oben, weil 2 für meine 2 Daumen und 2 für deine Daumen, die man jetzt halt genau. nicht sieht. Ja. Ja. Und ja, also definitiv. Also wir gehen jetzt noch mal kurz aber durch. Aber du hast recht bei Tanger. Ja. Wir haben hier, was die Margen angeht, die sind gehen sehr viel mehr rauf und runter als jetzt zum Beispiel bei Tabak. Mhm, ja. Und wir haben natürlich hier mehr Konkurrenz. Und ja. Tanger ist ein relativ kleines Unternehmen mit 1,25 Milliarden ja. Euro Marktkapitalisierung. Es gibt tatsächlich größere Shopping-REITs oder ja. REITs, die auch diversifizierter sind, sodass man nicht nur auf diese Outlet-Center spezialisiert ist, sondern auch eventuell ja. auf anderes. Also über ja. Tanger wird viel geredet. Aber ob es wirklich das beste Shopping-Read-Unternehmen ist, weiß ich 100 nicht. 100 Leute! 100 Leute schauen gleichzeitig zu. Hello! Hallo, das jeder. Erste Mal auf YouTube. Ja, ja. Ab jetzt immer 100 aber Leute. Aber Instagram leidet halt dafür. Da schauen jetzt 7 Leute zu. Ich kann es verstehen, weil halt ja, natürlich dann... Ja, das ist klar. Ja. Hallo, liebe Leute ja, bei Instagram. Ja, ja. Hallo. Trotzdem. Also, wenn ihr auf Instagram seid, ich sehe hier da gerade noch ein paar Fragen... macht das unbedingt, schau auch auf YouTube vorbei, da ist die Qualität auch besser und da können wir auch Dinge einblenden. Aber gehen wir mal zu den nächsten Fragen mal noch so im Schnelldurchlauf. Das sind zu viele. Also wir können jetzt nicht leider nicht jedes Unternehmen, glaube ich, da noch einzeln anschauen, aber und wahrscheinlich auch nicht so lange, ich muss mich genau, kürzer fassen, oder? Genau. Also, so eine Labertasche. Was haben wir denn hier alles? Also wir können jetzt wirklich nicht jedes Unternehmen genauer anschauen. Aber, was haben wir denn hier? Johannes Bild flackert ein bisschen ab und zu, okay? Ja, das... Das kann ja, passieren, also... Das kann sein. Ich hoffe, das ist nicht so das schlimm. Das ist die Webcam des ja. Laptops. Ja. Hauptsache, die Audioqualität passt, weil das ist, glaube ich, deutlich wichtiger. Ja. Kannst du was Aktuelles über Nestlé erzählen? Aktuell über Nestlé? Also, ich bin tatsächlich, wie soll ich sagen, also ich habe jetzt nicht irgendwie was Positives und ich habe jetzt nichts Spezielles, das ausschlaggebend wäre jetzt, oh hey, jetzt muss man sofort nachkaufen oder hey, jetzt ist da irgendwas, also ich habe jetzt im Moment noch von nichts gehört, im Moment läuft ja eigentlich insgesamt an der Börse das Coronavirus rum, wenn du das auch mitbekommen hast, das habe ich gestern, hat mir das mein Kollege erzählt, also ich weiß nicht, was ich so davon halten soll, das ist halt auch wieder so, ich bin ganz ehrlich, das ist so ein bisschen überreagiert in meinen Augen, dieses Corona-Virus, ja, also klar, es ist natürlich was Schlimmes, ja, keine Frage, dass es sowas gibt, aber in meinen Augen ist es halt eine völlige Überreaktion vom Aktienmarkt und sehr, sehr übertrieben, ja, aber das ist halt normal beim Aktienmarkt, da kann es auch mal nach unten gehen und da muss man nicht irgendwie denken, dass der Aktienmarkt nur eine Richtung kennt, es gibt beide Richtungen, nach oben und nach unten und beides für auch längere Zeiträume, ja, also da muss man sich nicht Illusionen machen, dass man da nur nach, dass der Aktienmarkt nur steigt die ganze Zeit und nach oben klettert. Bayer müsst ihr kaufen, lull, schreibt ja. Kapitalrevolution. Ja, es ist tatsächlich ein Wert, wo ich mir, also vor ein paar Monaten habe ich mir gedacht, auf gar keinen Fall. Mhm. Bayer geht gerade gar nicht, wegen diesen ganzen Gerichtsverfahren, ja. die sie am Hals haben, wegen der Monsanto-Übernahme. Inzwischen habe ich mir schon öfter gedacht, eigentlich könnte man sich das Unternehmen ja mal genauer anschauen. Habe das aber noch nicht wirklich durchgezogen oder näher in Betracht gezogen, sondern einfach, ich hatte in der letzten Zeit öfter den Gedanken, wirklich, warum eigentlich nicht Bayer sich mal genauer anschauen. Das wäre so ein Ding, das könnte man echt mal machen. Also müsste ich mir noch ein paar mehr Videos auf YouTube dazu reinziehen auch mal. Hier, um mir ein besseres Bild dazu zu machen. Was ist denn hier Corona? Corona ist doch auch ein Bier, oder? Oder habe ich jetzt da irgendwas verwechselt? Oder heißt das anders? ich glaube, es gibt auch ein Corona-Bier. Ich kenne mich aber mit. Es gibt auch eine Corona-Aktie. So was ist denn Corona genau? Corona-Aktie, Coronavirus schickt Euro auf 3-Jahrestief. Nur noch 1,066 Franken für einen Euro. Ich glaube, ich muss mein P2P-Konto füllen, also für die nächsten P2P-Investments. Da profitiere ich natürlich vom starken Schweizer Franken. Das muss ich, glaube ich, noch unbedingt machen. Ich gucke gerade.
Check das mal. Ich habe noch eine andere Frage gesehen im Chat, warum ich die Shell A-Aktie habe und nicht die B. Die Aktie der Klasse A unterliegt ja dem niederländischen Steuerrecht und die Klasse B dem britischen Steuerrecht. Und warum die Frage jetzt? Weil die Briten verlangen keine Quellensteuern, so wie ich das. Ja, mir richtig, wenn ich das mir richtig gemerkt habe. Genau, das ist der Vorteil bei britischen Aktien. Warum habe ich mich jetzt für die Niederlande entschieden? Ursprünglich glaube ich, weil es die Original, oder ich habe so das Gefühl gehabt, sie war originaler. Wegen den Steuern, es war so ein bisschen, ja, ich habe mich da nicht weiter direkt informiert. Ich dachte einfach, A ist wahrscheinlich besser als B. Ja, also schlussendlich kommt es echt nicht drauf an, weil die Steuern musst du ja Ist trotzdem genau. zahlen. Im Nachhinein, in der Regel. Ja, ganz genau. Der Vorteil, den du als Kleinanleger hast, ist ja, dass du auch keine Quellensteuern in Großbritannien lässt, wenn du in Deutschland auch noch keine Steuern zahlst, weil du den 801 Euro Freibetrag ja voll ausschöpfst, weißt du? Ja. Deswegen ist die Frage schon berechtigt. Alter, 119 Leute. Ja. Also ich denke jetzt bei dem Anteil, den ich habe, ist es tatsächlich nicht so wild. Zumal irgendwann komme ich auch über den 801 Euro Steuerfreibetrag. Ich war letztes Jahr, 2019, war ich auch schon knapp drüber. Dann hat das nicht mehr noch weniger Relevanz. Aber Niederlande behalten auch 15% Quellensteuern und die kann ich dann mit den 25% in Deutschland voll verrechnen. Ja. Wir haben jetzt hier nochmal ein paar Kommentare, die durchgekommen sind. Diese auch nochmal an dich. Was hält Johannes von App wie? Ist doch so eine typische Johannes-Aktie. Wieso ist das eine typische Johannes-Aktie, Robert? App wie? Wahrscheinlich, weil es ein großes Pharmaunternehmen ist, Achso, könnte ich mir und. vorstellen. Ja, also, Weißt du, was fällt mir dabei ein? Du hast ja so ein ja. Thumbnail, wo du solche Pillen drauf hast. Das fällt mir jetzt sofort dabei ein. Weißt du, welches Thumbnail Ja, ich meine? ja, ich weiß genau, welches Thumbnail du meinst. Das ist das Video, wo ich Walgreens gekauft habe, glaube Es ich. das? Da Ist habe ich es. nämlich Pillen draufgepackt, ja. Das hier, das. Also, dann sehe ich Richtig. sofort das Bild hier. Ja, jetzt Genau. haben wir es. Den Johannes hier mit den Pillen, die er hier rumdealt. Mit Genau. 3,2% Dividende und minus Genau. 43% Kurs. Also, wenn diese Pillen dem Unternehmen App wie gießt, dann gibt es halt so ein Schnäppchen. Ja, also, bitte nicht nachmachen. Ja, genau. Also das ist jetzt Walgreens AbbVie, habe ich gehört oder hat mich so ein bisschen gestört, dass ich glaube, sie eine relativ kleine Produktpalette haben und viel von wenigen Produkten abhängt. Und das hat mich dann dazu getrieben, doch lieber in Johnson & Johnson zu investieren oder in Walgreens, die ja auch Generika-Medikamente haben und eine Drogeriekette betreiben, in denen dann die Apotheken mit drin sind. Und die haben auch noch Pharma-Großhandel und beliefern Apotheken mit den nötigen Medikamenten. Also solche Unternehmen waren dann für mich breiter aufgestellt und weniger risikoreich als jetzt AbbVie. Was bis vor, weiß ich nicht, 1, 2 Jahren oder so hauptsächlich von einem Medikament noch abgehangen hat. Ja. So, was haben wir denn sonst noch hier? Wir haben jetzt noch mal eine Frage gehabt. Die ist jetzt gerade weggerutscht. Wo ist denn die jetzt hin? Okay, hat die zurückgezogen, glaube ich. Dann ist es auch nicht gut. Also grundsätzlich, er hat so Ich glaube, du gefragt musst auch mal gehabt. dein Portfolio zeigen. Also Zeig's er hat lieber. insgesamt gefragt gehabt, welche Aktie ist eure beste oder so. Und ich gehe halt davon aus, dass er Performance meint. Also absolute Performance. Welche hat am besten performt? Und das sehe ich jetzt hier gerade gar nicht, weil du es gar nicht eingeblendet hast. Da musst du auf Performance, absolute Wertpapiere gehen. Performance und dann in Prozent und die letzten 5 Jahre, oder? Ja, genau. So, hier. Bitcoin hat am besten Ja. performt, oder? Ja. 63%. Aber es ist keine Aktie, Ja. also bei den Aktien ETF 13,66%, der Vanguard FTSE All World. Was haben wir hier? Ja. Der ist sogar besser, 13,78 Intel. Dann, nee, hier oben, 22,53% Coca-Cola bei dir. Ist das die beste, also prozentual gesehen, die beste Performance in den letzten 5 Jahren?
Sozusagen. Also wenn ich hier auf die Wertpapieransicht gehe, dann sehe ich auch die Reihenfolge in den letzten 5 Jahren Bitcoin, was keine Aktie ist, Coca-Cola, Intel, der iShares Global Select Dividend 100 ETF. Das ist ein ETF mit Dividendenstrategie, also der hat dann australische Unternehmen viel im Pazifikraum, halt auch, weil da sehr viel Wert auf hohe Dividendenrenditen gelegt wird. Ja, also ist so der Cash-Cow ETF. Ja. Also ich habe jetzt bei mir, AT&T hatte ich also Glück. Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt bei mir jetzt mal nur den Kursgewinn, ist ja, kann man Dividenden auch noch dazu zählen, aber ich meine, ich sortiere jetzt mal nach Kursgewinne. Das sind jetzt hier bei Logitech 34%. Dann hier Minus, Nvidia natürlich 140%. Und dann davon gefolgt mit Starbucks 41%. Also das ist alles ohne Dividende. Und dann Omega Healthcare und Logitech teilen sich so den Platz und dann ja. Und dann so die Verlierer vielleicht noch interessant. Haben wir Harvest. Wobei, wenn ich jetzt hier Kryptowährungen drin habe, dann wären das die heftigsten Verlierer mit irgendwie minus 80%. Ja, also wenn wir hier völlig transparent auch bleiben wollen, weil du hast ja auch Kryptowährungen drin. Und du bist Ja, im ich glaube, Plus. Kryptowährungen bezeichnet niemand so als wirklich ernsthaftes Investment. Das ist eher so eine Spekulation, ne? Ja, kommt halt darauf an, mit wem du redest. Ja, das stimmt. Also bei Kommt mir ist drauf es an. auch eher so Fun. Also ich wollte mal mit dabei sein mit einem kleinen Betrag. Und deswegen bleibt es auch mehr oder weniger dabei. Und ich kaufe immer nach, wenn die Preise mal wieder richtig billig sind. Und es ist eher so ein ja, Spaßding, wo ich nicht so richtig weiß, wie es weitergeht. Zahlt halt auch keine Dividende, ne? Nee. Der Also Bitcoin. der Bitcoin zahlt keine Dividende, nö. Also ich kann ja mal kurz zeigen, das ist vielleicht auch noch interessant, bei dir noch diese Ansicht, Bestände, dann sieht man das so ein bisschen hier. Du hast halt P2P noch einen großen Anteil, wobei du jetzt ja in dem Sinn nicht mehr viel in P2P reinpumpst und eigentlich deinen Aktienanteil ja erhöhst. Und der sollte ja dann mit der Zeit dann auch sinken, prozentual zumindest, Ja, wenn das korrekt ist. tut Genau, der. also der ist jetzt etwa ungefähr ein Viertel. Und ja, genau, dann haben wir den ETF und dann seht ihr so die Position hier Es ist von ungefähr ein Johannes. Drittel, weil wenn du weiter rumschaust, dann siehst du, dass auch noch 5% Mintos dabei Ja, ist hier und noch die noch kleinen, hier 5% genau. Bondora Go & Grow. Genau hier, ja. Also es ist schon noch ein bisschen P2P, aber es wird auf jeden Fall weniger. Nicht dadurch, dass ich aktiv irgendwie Kredite verkaufe oder loswerde, sondern weil ich einfach die einzelnen Aktien aufstocke. Für die Leute, die auf Instagram dabei sind, ihr könnt auch auf YouTube mal vorbeischauen. Wir sind dort über 100 Leute, die da auch zuschauen. Und da können wir auch Dinge einblenden, Portfolio-Performance einblenden. Wir probieren das heute aus und die Qualität ist eigentlich ziemlich gut. Man kann auch alles lesen mit Live-Chat und alles. Also checkt das mal auch auf YouTube ab. Das ist eine sehr, sehr, sehr tolle Sache. Also hier bei mir beim Portfolio-Performance, damit wir die, bei mir kann ich die Ansicht gar nicht mehr so richtig anzeigen. Du siehst, das ist so ein bisschen, ach so, nee, du siehst das nicht. Hier, ich habe den Live-Chat Doch, kurz doch, sehe ich. ausgeblendet. Da sieht man, das fließt so ineinander, weil ich teilweise so Positionen habe, wo ich nur eine Aktie gekauft habe, damit ich an die Generalversammlung kann. Und dann ist das so ein bisschen Brei hier. Also das kann man eigentlich fast schon ignorieren hier, diesen Bereich hier. Und hier sieht man dann die ganzen Positionen, die hier schon aufgebaut sind. Und Cisco ist momentan die größte Position. Da habe ich ja nochmal nachgekauft gehabt. BFW Liegenschaften ist jetzt nochmal eine zweite Runde durchgegangen. Also die haben jetzt noch nicht geschafft, 90% der Anteile oder mehr zu erwerben. Deswegen dem Squeeze-Out. Jetzt machen sie das nochmal und haben bis Februar nochmal ein Angebot laufen. Und dann im Februar wird nochmal geschaut, ob sie den Squeeze-Out durchbringen können. Also das ist so ein bisschen die Asset Allocation. Dann Performance vielleicht noch interessant. Ihr seht, das sind die Jahresperformance jeweils, die wir bisher hatten. Das einzige Minusjahr war jetzt halt 2018 mit minus 9,8%. Und die anderen Jahre waren eigentlich relativ grün oder sind gut gelaufen. Die 2020 ist noch nicht aussagekräftig, hat erst gerade angefangen. Aber da sieht man das so ein bisschen. Und damit wir auch so den Vergleichswert haben, das Diagramm ist eines meiner Lieblingsanzeigen. Das schaue ich immer sehr gerne an, weil man da halt so ein bisschen sieht, von wo ist man gekommen und wie hat man sich das aufgebaut über die Jahre hinweg, weil das sieht man hier ganz schön, wenn man das halt sorgsam nachtragt und halt das halt wirklich regelmäßig dann halt einfach nachträgt. Und dann kann man hier halt wirklich so dann so durchscrollen, sieht halt, wie das halt so gewachsen ist organisch, ja. Und halt über die Jahre Das macht dann hinweg. schon Spaß. Also ich Ja. finde, da lohnt sich auch die Arbeit, das einzutragen, fein säuberlich. Für
viel Arbeit, mir macht das Spaß. Mir macht das auch Spaß. Und dann kannst halt, das ist halt so eine Grafik, wo du es halt einfach siehst, ja. Und bei mir ist schwarz natürlich auch die Gesamtsumme. Ui, du lagst gerade so ganz, ganz leicht. Also schwarz ist die Gesamtsumme. Grüne ist das Aktiendepot. Und da unten, das kann man gar nicht mehr sehen so richtig, ist halt der ganze Rest Gold, Erträge, P2P-Kredite und so weiter. Und das sieht man dann halt hier einfach genauer. Da unten Gold, irgendwie 6.100 momentan, also 4 Unzen Gold. Dann P2P-Kredite ungefähr 14.000. Und also ihr seht dann so ein bisschen, wie die Asset Allocation ist. Und insgesamt ist aktuell das Portfolio eben, also Investment-Portfolio inklusive Verrechnungskonten und alles, 170.000 wert. Genau. Dann kommt meine zweite Lieblingsansicht, diese hier. Dividenden. Ja, absolut. Ja. Weil da kannst du halt wirklich schön durchgehen. Du siehst halt, wie praktisch jedes Jahr immer mehr reinkommt. Das ist jetzt der Januar. Das ist vielleicht der am interessantesten ist. Ich habe heute extra noch eingetragen, wie es bei den P2P-Krediten gelaufen ist. Bis dato oder bis glaube ich Montag habe ich eingetragen. Dass man das auch sieht, muss ich halt noch anpassen auf Ende Monat. Aber dass man einfach sieht, bisher sind reingekommen dieses Jahr im Januar 256 Franken und 57 Rappen bisher. Das ist schon echt mega viel. Damit kann ich Krankenkasse bezahlen, Netflix-Abo, YouTube-Premium-Abo und könnt ihr mir immer noch irgendwie 2-3 Pizzen bestellen. Locker. Also es ist wirklich, es kommt mit der Zeit und das wächst und das ist echt mega cool. Und man sieht halt auch, wie das gewachsen ist organisch. Im 2016 14,70 Franken. Ja, und dann 1, 2, 3, 4 Jahre später ungefähr das 20-fache. Und das ist halt schon so ein bisschen, ja, also wenn man sich das so anschaut, eigentlich echt krass, ja, was halt in so einem Zeitraum von 4 Jahren, damals war ich 19 Jahre alt, jetzt bin ich 23, was da halt passieren kann in so einem relativ kurzen Zeitraum. Also es ist echt unglaublich. Ja, genau. Das stimmt. Und das ist auch was ich an Dividenden eigentlich so cool finde, dass du dir nebenbei so eine Rente aufbaust. Ja. Also Dividenden sind ja nicht so volatil wie Kursgewinne. Die sind ja relativ safe, kann man sagen. Also safer als Kursgewinne. Ja. Und dann kannst du einfach jeden Monat sehen, okay, wie viel Geld käme jetzt rein, könnte ich davon leben? Oder du siehst halt auch, okay, jetzt habe ich 23 Euro bekommen, nächstes Jahr im gleichen Monat bekomme ich vielleicht 30 Euro. Das ist schon etwas schön sehr Visuelles, wo man dann mitverfolgen kann, okay, das lohnt sich tatsächlich, wenn ich hier definitiv spare, dann bekomme ich ein passives Einkommen. Ja. Ja. Wir haben jetzt noch den Live-Chat hier. Was haben wir denn für interessante Sachen noch? Wir müssen langsam auch zeitlich schauen, wir sind bei 48 Minuten schon. 116 Leute schauen zu, also ist echt krass. Dafür auf Instagram leidet das natürlich, ich kann verstehen, wieso. Wir müssen das noch ein bisschen optimieren und ich muss irgendwie auch schauen, dass ich dann auch noch Kopfhörer oder so ranstecke, aber ich habe jetzt halt nicht mehr als dieses paar Kopfhörer und die brauche ich jetzt ja hier. Ich glaube aber auch, dass tatsächlich viele, ihr könnt ja mal schreiben, ob es einige gibt, die von Instagram zu YouTube gerade gewechselt sind. Genau, gute Idee. Also es wäre jetzt mega cool, also alle, die jetzt rüber geswitcht sind von Instagram auf YouTube, schreibt einfach mal rein, wirklich nur Instagram oder Insta. Und zwar wirklich bitte alle, wir sind jetzt 115 Leute, wir brauchen 115 Chats, dass wir da auch ein bisschen sehen können. Der Florian Fischer fragt, hast du einen Cashshare-Gutschein bzw. Affiliate-Link? Einen Gutschein habe ich aktuell nicht von Cashshare, also er fragt gerade, weil ich war jetzt die letzten beiden Tage bei dieser P2P-Landing-Plattform als Praktikum, also vor Ort, und nein, einen Gutschein habe ich aktuell noch nicht, also Betonung liegt auf noch. Falls du aber einen Affiliate-Link benutzen willst, müsste sogar unter diesem Livestream ein Affiliate-Link sein und er ist auch gekennzeichnet als Affiliate-Link. So, jetzt schreiben mir zwei Leute von YouTube. Wo sind denn die anderen 110 oder 111 Leute? Ich glaube, da kommt jetzt gleich noch ein bisschen mehr. Insta? Ja. Schreib jetzt schon der Erste. Das ist einfach so ein bisschen für uns, dass wir das abschätzen können. Und ihr müsst euch das mal so ein bisschen überlegen, auch so History-mäßig. Dividendendienstag ist so richtig spontan entstanden, ja. Ich war ja bei den ersten Dividendendienstagen so unterwegs von draußen, ja, weißt du noch. Die ersten Dividenden, ich war draußen am Laufen, ja. Echt? Und ja. Und das haben wir im Sommer. Der Dienstag ist auch echt alt. Also Sommer 2018. Ja.
Wir haben 2018 schon damit angefangen. Und jetzt haben wir das Ganze so ein bisschen aufs nächste Level geupt, glaube ich. Also das ist wirklich ein heftiges Upgrade, muss ich so selber auch. Ich hab mich, also wenn wir das uns im Nachhinein anschauen, glaube ich, das ist schon so ein heftiges Upgrade. Also bin ich echt auch zufrieden mit. Hier schreiben die ganzen Leute Insta, YouTube, Ja. YouTube. Da sind viele auch direkt nur von YouTube selber. Das erstaunt mich jetzt auch echt krass. Weil ich hoffe natürlich nicht, wir haben jetzt alle Leute von Instagram vertrieben. Wir sind immer noch bei Instagram, aber man sieht uns halt von der Seite. Und wir man sieht müssen nicht das die ganzen schönen Einblendungen, die wir wir müssen das optimieren und ich glaube, wir werden noch diese Woche dann oder irgend sowas mal noch so einen Teststream machen müssen, wo wir beides parallel machen und dann ein Setup versuchen zu finden, wo auch hier dann die Qualität und die Audioqualität passt. Ja, das ist noch so ein bisschen wahrscheinlich noch ein bisschen Learning by Doing, dass wir das mit der Qualität genau hinbekommen, hier auch auf YouTube, damit das alles passt, damit dann auch alle schön zufrieden sind. Und ja. Wie ist denn die Qualität aktuell bei den Instagrammern? Schreibt einfach mal bitte kurz, Genau. wie hört ihr mich? Wie hört ihr Thomas? Also viele schauen auch Genau. direkt von YouTube zu. Das ist echt krass und die ganze Zeit über 100 Leute, das ist echt heftig. Also normalerweise habe ich so, wenn ich alleine streame, so 100, nee, nicht 100, sorry, also 70 Leute plus minus, ja. Ja. Und also 100 hatte ich, oder deutlich über 100 permanent hatte ich bisher noch nie. Das ist schon krass. Siehste, ist auf jeden Fall Dividendienstag-Power. Next Level hier. Ja. Christian S. ist übrigens, schöne Grüße auch jemand, der mir in den Kommentaren immer auffällt. Ich glaube, er guckt uns auch sehr regelmäßig. Christian S., meinst du Christian H., oder? Ich sehe jetzt kein S. Nee, Also S Christian hier, achso, S. hier, ja, genau, ja, klar. Genau, Ja, hier. Ich habe es gerade nicht gesehen. Ja, dieses genau. Zeichentrick, Ja, genau. dunkle Ja, Gesicht. das ist also das Porträt gezeichnet, Das genau. Porträt, genau. Ja. YouTube reicht doch. Schreibt der Dividenden-Nerd. YouTube läuft gut. Ich bin ganz ehrlich, ich finde eigentlich, ihr müsst euch das mal geben. Auf Instagram sind jetzt 7 Leute. Und für uns ist das kein extra Aufwand, dass wir den Livestream hier auf Instagram noch laufen lassen, oder? Und darum macht es keinen Sinn, den Stream nicht mehr auf Instagram zu machen, weil es gibt halt einfach Leute, die wollen halt, also auf Instagram ändert sich ja eigentlich gar nichts, weil du hättest eh nicht gesehen, was wir zeigen und einblenden. Das ist dann so ein bisschen das Ding. Und darum, denke ich mal, macht es keinen Sinn, das einfach einzustampfen, weil es eh keinen Aufwand macht. Wir müssen es einfach so ein bisschen, glaube ich, optimieren, oder? Ich denke, die Optimierung kommt dann auch mit der Zeit. Genau. Das war ja auch mehr so eine Trial-and-Error-Folge jetzt Ja. gerade. Die Instagram-Zuschauer sind natürlich auch ein bisschen konzentrierteren Content vielleicht gewöhnt. Ja. Und den bringen wir dann vielleicht auch ab nächste Woche wieder. Wenn so ein Genau. bisschen die Routine drin ist mit dem neuen Setup Ja. und dann auch, ich sage jetzt mal, so diese technischen Affinitäten geklärt sind, weil es ist halt schon eine Umstellung, weil auf Instagram, du schaltest das ein und das Ding funktioniert, ja. Aber hier musst du halt wirklich noch viel sozusagen in der, also Live-Bearbeitung sozusagen machen. Ich muss hier da klicken, hier die richtigen Fenster einblenden. Also da ist noch ein bisschen Koordination halt auch nötig live. Also, aber macht auf jeden Fall richtig Bock. Der Christian fragt gerade, eine Frage an uns beide wahrscheinlich, wie habt ihr euch die Kenntnisse über Finanzen und Aktien angeeignet und was war der Grund? Soll ich anfangen? Ja, klar. Wie habe ich angefangen? Ich glaube, ich habe einfach irgendwann ein Video vorgeschlagen bekommen auf YouTube. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Es kann gut sein, dass mir Aktien mit Kopf vorgeschlagen wurde. Und ich habe von ihm, von Kolja, hauptsächlich die P2P-Videos geguckt und gesuchtet und bin erstmal in P2P eingestiegen. Weil das fand ich irgendwie eine ziemlich coole Idee, mit Zinsen einfach die regelmäßig reinkommen, Geld zu verdienen. Und bin Verständlich. dann über die P2P-Kredite zu Aktien gekommen. Ja, so war im Prinzip meine Geschichte. Und am Anfang war ich eben durch die P2P, ja, dadurch, dass ich mehr P2P wollte, auch am Anfang, war natürlich auch so dieses regelmäßige Einkommen sehr präsent in meinem Kopf und deswegen waren auch Dividendenrenditen für mich sehr, sehr wichtig. Dividenden fand ich natürlich deswegen auch sehr, sehr cool, aber hohe Dividendenrenditen ganz besonders. Das ist auch etwas, was sich bei mir jetzt auch wieder verschiebt, wo ich dann sage, okay, gucken wir vielleicht auch einfach mal nach Unternehmen, die Dividende
richtig schön steigern, also wo ein gutes Dividendenwachstum vorhanden ist, aber nicht direkt so eine krasse Dividendenrendite von Anfang an. Deswegen habe ich zum Beispiel auch sowas wie Johnson & Johnson jetzt mit aufgenommen. Ich werde kleine Inside-News hier für alle, die zuschauen oder dann auch danach in Zukunft auch in Disney investieren. Das ist auch so ein Unternehmen, das finde ich sehr, sehr cool. Hat auch eine relativ geringe Dividendenrendite, aber ein wirklich gutes Wachstum. Und ich bin begeistert vom Unternehmen und dazu werde ich auf jeden Fall noch ein Video machen. Aber ja, das ist so meine Investmentgeschichte, glaube ich. Und ja, Bei ich mir glaube, so auch ein sehr grundsätzliches Interesse ähnlich. muss einfach da sein. Ja, bei mir auch sehr ähnlich. Hat halt so angefangen mit Blogs vor allem. Ich habe damals als ersten Blog, glaube ich, den Dividendensammler gelesen. Den gibt es aber nicht mehr. Auch Couponschneider, den gibt es aber leider auch nicht mehr. Also viele Blogs, die es leider nicht mehr gibt. Aber natürlich dann halt auch die klassischen, so den Tim Schäfer. Natürlich Aktien mit Kopf, also der Kolja. Da habe ich halt auch schon damals noch die Fitnessvideo zuerst gesehen und so die Transition halt mitgemacht und das dann auch direkt von Anfang an halt mitgenommen. Und ja, so primär halt wirklich durch das Internet in dem Sinne. Blogs anfänglich und dann YouTube-Videos. Und der ausschlaggebende Punkt, da erinnere ich mich noch, das war damals noch in der Ausbildung, da war ich noch nicht ganz 18, aber da hatte einer meiner Mitlernenden, einer meiner Kollegen, mit denen ich auch immer noch zu tun hatte, schon ein Aktiendepot halt über die Eltern. Hat das genutzt und hat damit auch schon Aktien gekauft, aber halt noch nicht mit seinem eigenen Depot. Und ich habe halt, das ist schon cool und so. Und dann war das so ein bisschen der Auslöser, dass ich mich damit auch halt auch schon beschäftigt habe. Das war so mit 17 Jahren irgend sowas in dem Bereich halt auch. Und das war eigentlich mega cool. Und so ist das Ganze dann entstanden. Hat man auch angefangen, Bücher zu lesen mit der Zeit. Und insgesamt ist dann das recht organisch ja, gewachsen sozusagen, dass man einfach das Interesse dann halt da aufgebaut hat und einfach Spaß dran auch oder den Spaß dran gefunden hat als Hobby sozusagen. Es war bei dir ja auch ähnlich. Jetzt ist ja auch ein Hobby sozusagen. Absolut. Absolutes Hobby. Ja. Genau. Kurze Zwischenfrage. Ich würde bei meinem Handy mal ein Ladekabel ranpacken Wir müssen, müssen jetzt sowieso weil gleich das. stoppen, weil es ist Ja, jetzt eh eine stimmt. Stunde und auf Instagram ist nach Stimmt, einer bei Stunde Instagram wird es durch. eh gecuttet. Das Ja, heißt, ja. wir können das genau nutzen als eigentlich als Abschluss schon. Perfekt. Also wir haben jetzt. Das ist wirklich sehr, sehr erfolgreich hier, glaube ich, auf YouTube gewesen. Über 100 Leute eigentlich permanent dabei. Hätte ich Ja, jetzt echt nicht ja. erwartet. Was euch so erwarten wird, es wird jetzt immer besser mit jedem Mal. Wir müssen, glaube ich, mal so reinkommen. Das wird jetzt die nächsten 2, 3, 4 Mal dauern, bis wir da wirklich reinkommen und so die Routine jetzt auch drin haben dann hier für YouTube. Von dir jetzt, wie immer, aber natürlich auch hier klassisch, auch auf YouTube und natürlich hier auf Instagram. Die letzten Worte oder das Schlussfazit zu diesem Film hier von dir. Es ist immer so schwer, so dieses letzte Fazit nach deiner schönen, ja, nach deiner schönen Ausleitung sozusagen. Ich fand's cool, wie du schon gesagt hast. Wir werden uns hier ein bisschen einleben in dieses neue Setup und ja, dann sehen wir uns nächsten Dividendendienstag wie immer wieder um 18 Uhr, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, dann sehen wir uns im nächsten Dividendienstag um 18 Uhr. Am besten nochmal einen Daumen nach oben da lassen. Das würde uns natürlich super, super, super freuen, weil wir sind 100 Leute oder über 100 Leute haben nur 40 Daumen nach oben. Das hilft natürlich auch dem Video und dem Format, dass es viele Leute sehen. Und ich oder wir werden den Stream, glaube ich, so stoppen müssen, dass wir noch gegen den Schluss irgendwie einfach mal für, weil ich das nicht vorbereitet habe, für 20 Sekunden einfach stumm sind, damit ich dann das Outro drüber blenden kann, wenn du verstehst, was ich meine. Also die Alles Endcard. klar, Das gerne, nächste Mal gerne. habe ich dann das Intro ready und kann das dann hier irgendwie einblenden und dann sieht man uns nicht mehr. Aber ja, dann machen wir hier noch so ein paar Posen. Dann würde ich sagen, bis dahin. Wir sehen uns im nächsten Dividendienstag. Tschüss zusammen. Ciao, Leute.